Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Wir werden diesmal unser neu dazugewonnenes Skitlines wieder auf Vordermann bringen. Und zwar auf das etwa gleiche Level wie hier Baumi, Bruce Wayne und der Möller. Oder wollen wir mit Jagger, Rob, der... Nee, vielleicht gehen wir... Ich habe irgendwie Lust... Nee, ich habe mehr Lust auf... Wir haben schon lange nicht mehr mit Jagger 2 gespielt. Vielleicht machen wir das stattdessen. Können wir das verbessern? Nein, wir haben nicht genug Deeds. der fucking Deeds. It's ruining my life. Embark. Wo finden wir Deeds? We need some Deeds. Wir könnten einen Necromancer killen gehen, einfach mal so. Wobei, ja, ich meine, die sind Level 4. Why not? Wir könnten es zumindest probieren. Und ich weiß nicht, was da gegen eine Marktparty eigentlich so einzusetzen wäre. Einzuwenden, meine ich. Eh nicht viel, glaube ich. Ich glaube, es passt eh. Kriegen wir es für einen Occultist? Veteran? Ist ein Medium? Sure. Ey, nein, du Mella, sorry, du bist falsch. Shaga? Bedämst die. Dene. Der Graf Wins? Yes. Umbrakor 2. Ich meine, es war der Graf 2 natürlich, in Wahrheit. Und wen hatten wir da? Wir hatten Rob. In 3. 3 ist leider das höchste der Gefühle. Vielleicht können wir noch irgendwas an den Skills besser machen. Das weiß ich gar nicht sicher. Kann man kurz nachschauen. Indeed. Und wir auch noch. Ich meine, will ich das wirklich machen mit Shadowfade und Lunge? Oder will ich lieber sowas wie Poison Darts noch mitnehmen? Ich glaube, es passt. Ich meine, ich benutze Lunge nicht so oft. It's fine. It's fine. Ja, du kriegst auch Mark das. Gehen wir einfach mal Flair, nur so für den Fall der Fälle. Und dann hätten wir der Graf 2. Ja, müsst ihr alle verbessert werden. Dämsti und. Wo ist Umbrakor 2? Hier ist Umbrakor 2. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt haben wir natürlich wieder eher viel Geld ausgegeben. Aber such is alive. Okay, fühle ich mich noch besser für den Boss. Cancel and Bark natürlich. Wir wollen zuerst einmal die Trinkets anequippen. Dann machen wir dich auf. Dann ordnen wir nach Class Restriction. Arbalest. Okay, du brauchst ein bisschen Healing Skills, finde ich, brauchst du schon. Richtig ich das andere noch. Plus 8 Accuracy, plus 5 Crit. Wäre vielleicht gar. Sorry, ich musste auf einmal husten. Wäre vielleicht gar auch nicht so schlecht, habe ich gemeint. Es geht natürlich auch der Sniper Swing. Plus 15 Act, plus 4 Crit. Oder plus 8 Act, plus 5 Crit, aber minus 4 Dodge dafür. Minus 2 Speed. Speed, I see. Ich glaube, ich gebe dir lieber den Sniper's Ring. Nee. Ja, sonst ist da fast kein Dodge mehr, wenn ich dir das da gebe. Das ist 4 Dodge. Ja, aber es ist mir nicht doch das lieber. Okay. Dann du kriegst. Nichts davon ist so geil, oder? Plus 5 Crit, 30 Trap Disarm. Okay, ja, das ist leibend. Der Rest nicht so wahnsinnig. Ich glaube, dann geben wir dir einfach nochmal fett den Damage, nicht? Legendary Bracer. Was hätten wir? Wir hätten hier nochmal Scouting Chance. Das ist eben eine fette Scout, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist. 6 Crit, 10 Accuracy. Das ist schon geil. Geben wir dir das und. Wollen wir das mit Stun Resist geben? I don't know. Oder dir geben wir auch noch Damage drauf. Haben wir mehr Damage? Können wir das geben? Und du kriegst die Surgical Gloves, damit sie irgendwer nimmt. Hätten wir nicht noch ein Armband? Da. Legendary Brace. Dann haben wir ziemlich viele geile Sachen hier. Und sollten recht gut Schaden raushauen hier. Sind schon wieder in den Ruins? Wir sind recht viel in den Ruins unterwegs momentan. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ist fein, ist fein. 12 davon. 1, 2, 3 reicht. 1, 2, 3 reicht. Schaufeln nehmen wir noch 2 weitere mit.
Food haben wir, das haben wir, das haben wir, wir haben alles. Pest! I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Es ist aber keine Gastfreundschaft, wollte ich nur sagen. Es ist nicht okay. Wieso muss es genau ihn treffen, der schon gestresst ist? Nothing must be left untouched. Wer hat das schon wieder behauptet? Damnation. Ja, na. No sh. Nothing must be left undisturbed? Okay. What the. What? Komm rein, typisch schon fast am fucking durchdrehen. Wir sind gerade mal 2 Meter weit gegangen. God damn it. Können sich alle bitte vielleicht ein bisschen anstrengen? Es geht um einen Bosskampf. So eine Frechheit. So eine Frechheit. Ja, hast du nichts gechattet? Ja, jetzt disarme und habe ein bisschen weniger Stress deswegen. Nothing. Wieso müssen wir jetzt einfach immer auf die Eier gehen hier? Well performed. Ich hoffe, der Chef ist da unten. Ich habe eine 1 Million Scouting Chance. Ich hätte mehr Scout. Nicht surprised. Why are you not surprised, my friend? Komm her. Gehen wir dich vielleicht? Warte, was ist das? Throne Dagger oder Lunge? Nein, wir können dich leider nicht killen. Können wir dich killen? Possibly. Lunchen können wir schon wegen killen, macht aber weniger Spaß. Ja, wir versuchen dich vielleicht mit dem Bein zusammen zu killen. Okay, come on. Bam! Destroyed. There we go. Wieso wird jetzt schon wieder ganz kurzer Moment, bitte? Ganz kurzer Moment. Nein, ich kann noch nicht. Jetzt kommen sie die ganze Zeit dran. Was soll ich denn da machen, wenn ich die ganze Zeit. Kann ja keinen Cut reinmachen. God damn it. Okay. Ach, eigentlich will ich. Nee, wir haben zu viel Stress. Kill ihn mal. Eigentlich will ich heilen mit Rob. You murdered this thingy. Eradicated. Yes, indeed. Das Problem ist, ich kann nichts machen mit dem. Okay. Machen wir mal da drauf. Dann, wirst du geheilt? Dann haben wir von mir mal da drauf. Ich meine, who really cares? Nice Dodge. Ist eigentlich nur wichtig, dass er nicht quittet. Na, jetzt geht das schon wieder nicht. Kann ich nicht. Ja, jetzt kann ich ihn betäuben, aber jetzt stirbt er mich, weiß auch. Nein! Sehr schön, sehr schön. Ich will dich eigentlich nicht killen. Können wir mal kurz tauschen? Damit du ihn noch Crit heilen kannst. War aber kein Crit hier. Okay, dann bitte. Dankeschön. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Woo! Deeds! Oh, da kriegen wir wieder schönes Zeug aus. Aus der Urne mit ein bisschen Holy Water. Jetzt war wieder keiner drin. Give me the Scout, please! Ich hoffe, wir kriegen ein Scouting unten dann, um zu sehen, ob es wirklich der Boss ist. Wir haben ihn nicht gekillt. What the fuck, da? Gibt es auch Plus gegen Mark? Nein, nur das andere. Throne Dagger gibt, glaube ich, Plus Damage gegen Mark.
Nicht stupsen. Bam. War nicht genug gebammt. Jetzt wird aber gebammt. 23er Crit, sehr schön. Ihr könnt kurz Platz tauschen. Überspringe hier sicher nicht den Turn, sonst kriegt er wieder einen Auszucker und ist ganz furchtbar unglücklich. Sollte da wahrscheinlich. Naja, aber ich glaube, aus der Richtung hätte ich es jetzt gar nicht machen können mit dem. Mit dem Throne Dagger. Also aus der Richtung, aus der Position meine ich natürlich. Du, nein, nein. Das ist so nervig. Warum müssen jetzt auch überall Bücher rumliegen für den Trottel? Annoying. Das ist ein Surprise. Sehr gut. Wenn man also nur Sinettenberry Nummer 1 sollte Geschichte sein. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann vielleicht versuchen wir noch Sinettenberry Nummer 2 zu killen. Nice, Crit. Bei jeder vorne bräuchte jetzt eher die Crits. Nice. Ja, ein bisschen stresslos geworden zumindest. Ich habe wieder nicht geschaut, ob die den Ambush verhindern können beim Camp. Das ist auch ein bisschen deppert gewesen von mir. Vergesst immer noch, aber ich bin mir sicher, ist es bei der Party so, dass sie es eh können? Ich glaube nicht. Vielleicht zwei weit? Nein, schon wieder ein Kampf. So viele Kämpfe. Ich habe auch nicht mehr Futter gefunden. Wieso habe ich eigentlich nicht mehr Futter mitgenommen? Ja, jetzt bist du wieder. Ich, nur negativen Scheiß, den wir die ganze Zeit. Ja, gut, Stash Loot. Das Futter ist kein Futter, dann war es nicht wert. Das Risiko. Stimmt, ich habe echt wenig Futter mitgenommen. Warum habe ich so wenig Futter mitgenommen? Ich bin ein bisschen neben mir. Oh. Okay, surprised. Surprise, surprise. Schauen wir mal nach vorne. Da, deine. Müssen wir die Gargoyles als nächstes killen? Die schauen schon eher unangenehm aus. Aber ich weiß es halt nicht. Wie unangenehm sie wirklich sind. Du stirbst einmal. Das war wichtig. Und kannst du sterben? Nein. Lash of the Tail. Ah, okay. Das hört sich blöd an. Die 3 und 2. Resist ist nett. Rent for the Old Gods unangenehm. Schöner Dodge. Schöner Dodge. Können wir dich einfach mal ermorden? Nein, wir könnten dich einfach mal ermorden. Aber nicht damit. Wenn ich da einfach zweimal drauf hau oder Markt macht, macht schon fast keinen Unterschied mehr. Nee. Schade. Okay, nicht gestunt, sehr schön. Jetzt kommen sie wieder in einer Tour dran. Bevor überhaupt einer von mir drankommt. Versteht ihr, was ich meine? Sauerei ist das. Geht sie leider nicht aus. Da hätten wir nämlich sein Protect ignoriert, das schon ziemlich nervig ist. Guter Dodge. Ich will mal sagen, dass du ein bisschen hinter kommen sollst. Und dann können wir da wahrscheinlich doch recht viel Schaden aufhauen. Trotz deinem Protect. Hätte ich eigentlich schon gerne. Ich meine, die Dinger brauche ich nicht wirklich.
Wir sind eh in der Default Party, Alter, schau mal. Schon wieder ein Kampf, yo. Es sind nur Kämpfe hier. Was hast du für Tribe zusammen? Oh, 100%. Da kommst du mal durch. Bisschen Fackelverschwendung gerade, aber. Not surprised. This is a problem. Komm mal her. Und fuck, jetzt hätte ich eigentlich gerne dich gleich gekillt. Ich glaube, wir müssen uns auch noch um den da hinten kümmern. Knife in the Dark. Ah ja, wenn er da steht, ist es nicht so schlimm. So, jetzt können wir dich mal wegkillen. Danke für nichts. Kann ich auf dich schießen? Nein, aber ich kann auf dich schießen. Yes! 17er Crit. Wunderbar. Crushing Blow hört sich unangenehm an. Mhm. Könnte man wohl so nennen. Lunch. Ich will jetzt nicht, dass er mir auch noch Stress drauf gibt. Kann man nicht stunnen? Hm, theoretisch. 60% ist gar nicht so schlecht. Nice. Ja, dann wird mal gemarkt auf alle Fälle. Da haben wir kurz geheilt. Da wird drauf gefetzt mit 18. Wunderbar. Kick to the face. 17er Crit. Wunderbar. Und kill ihn bitte. Nice. A victory. Perhaps the turning point. Vielleicht tun wir uns zuerst aus und jetzt sind wir da, oder? Scouting, yes. Give it to me. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt zuerst ausholen. Ah ja, genau, der eine frisst da noch mehr. Ist noch dümmer, dass ich zu wenig zu essen mitgenommen habe. Ist der Size 2? Gegen wen kämpfen? Necromancer. Das ist sogar nur Size 1, oder? Shit, ich glaube, wir können das tatsächlich nicht verhindern. Den Ambush. Was? Ziemlich dünn. Kostet 4, ist ein bisschen teuer. Mein Plan Takedown ist natürlich interessant. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was ist das hier? Scouting Chance brauchen wir nicht mehr wirklich. Plus 2 Speed ist zwar nicht das Beste überhaupt, aber es ist wenigstens noch ein Buff für alle. Fuck. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Der hätte schlimmer sein können, wie der Shuffle geht. Komm her. Könnte ich dich killen? Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Also machen wir lieber das hier. 18er Crit ist nicht schlecht. Das kommt wahrscheinlich leider. Ja. Aber genau, wenn, solange wir ihn in die erste Reihe bekommen, kann er nicht Tempting Goblin machen, wie es aussieht. Oder hat es zumindest jetzt nicht gemacht. Sehr schön. Quarrel ist natürlich unangenehm. Maglos. Vor allem, wenn wir nachher den Chef haben. Der Ambush jetzt gerade besonders geschissen. Steht mal. The blood quickens. Bin leider falsch gestanden gewesen. Reicht nicht aus. Okay, von mir ist versuchen, ihn zu killen. Ich hätte lieber nochmal geheilt, aber ich weiß nicht, ob das sich gescheit ausgegangen wäre. Das ist irgendwie egal. Ich habe gerade irgendein Achievement bekommen. Aus welchen Gründen auch immer.
schafft's mal lasst da irgendwo. Nehmen wir uns das auch noch mit. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch weitermachen will. Nach diesem Chef. Ich glaube eigentlich nicht. Wobei die. Nein! Nein! Oh mein Gott. Thank God, dass man da eine Fackel braucht. Holy shit. Okay, okay. Zu viel Stress für den Gummibaum. Ich hätte mir fast eine fucking Shambler-Fight gehabt. Dear Lord. Direkt noch vorm Boss. Wir fangen mal damit an. Okay, er ist nicht Size 2. Er ist ganz normal. BAM! Ah, er hat schon mal Mark drauf. The Clawing Dead. Aua. Das ist dir das. Den wir jetzt nicht angreifen können, ist natürlich ein bisschen unangenehm. Aber du bist dafür jetzt in der Position, wo ich dir auch noch das drauf haben kann. Und das ebenfalls. Wir haben nicht schlecht Damage gemacht fürs erste Mal. BAM! Wir hätten versuchen können zu stunnen. Das könnte man wieder critten eigentlich, um ehrlich zu sein. Wird schon relativ wenig gecrittet gerade, finde ich. Jetzt kommt sie hier nicht mehr hin, gell? Knockback 2. Nice. Weil die Position gefällt mir für dich eigentlich am besten. Ja, Graveyard Slash, aber ich glaube, wir sollten eigentlich relativ schnell down kriegen. Wir machen jetzt schon recht gut Damage. Bam! Nochmal 23 hinterher. Clawing Dead, jetzt kommt wahrscheinlich wieder einer leider. Und wurden gekötet. Ja, jetzt ist er ganz hinten für einen Moment. Hast du Move Resist? Ein bisschen was, aber nicht so viel. Nice. Nur war eh ganz easy eigentlich. Oh, Blueprint muss ich definitiv mitnehmen. Das brauchen wir nicht wirklich. Return to Hamlet. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Deeds und so viel Geld mitbekommen, aber zumindest haben wir den Boss besiegt. Und wir haben gar nicht so viel Stress drauf. Hätte besser sein können. Und drei Deeds. Alle circa auf dem gleichen Level. Wunderbar! Trotzdem sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Und kurz und knackig, gerade mal 22 Minuten. Aber bevor ich das nächste Mal wieder vergesse, könnte ich jetzt noch schnell... Ich meine, wer könnte denn eigentlich? Jagger, hast du ihn was, Nein. Habt ihr irgendwas? Camping-Skill-mäßiges? Ich meine, das ist ziemlich cool, aber nicht das, was ich meinte. Nein, shit, okay, die beiden haben... Ihr habt das gleiche, nehme ich mal an. Das gleiche Set, ja, an möglichen Camping-Skills. Ah, fuck, dann nur kann Rob wenigstens... Niemand von euch hat den notwendigen Camping-Skills. Ha, das ist natürlich unangenehm. Das ist natürlich unangenehm. Was kann man hier verbessern? Kostet das Deeds? Nein, es kostet... Meh. This is fine. Oh, ich habe Castle nicht. Egal, wir schauen beim nächsten Mal. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.